So, moin ihr Shopping-Freunde und die, die so werden wollen. Ich habe einen kleinen Einkauf gemacht, zeige ich euch mal wieder kurz. Ja, ich war beim Safe More Supermarket. Hab dann beim Safe More? No, Rodamel Drugstore. How much is the insect spray? 194, you see? 4 Euro, 194, 195 Pesos sind 4 Euro ein, so ein Insektenspray. Dann kann man mal so ein paar Kakerlaken einfach killen. Cream Silk, dann habe ich hier noch für die Frau irgendwie so eine Dinger gekauft. How much is the Alkohol? Alkohol 34. Kostet 35 Pesos, 70 Cent, so ein kleines Ding, 150 Milliliter. Ach, 52. Wait, ja, anyway, okay. ein Euro eine. Wie ist er lang, 50 Pesos? 50 Euro. Colgate. Colgate. Kostet 83. 140 Gramm, 83 Pesos, 1,60. Head and Shoulders. 70 Milliliter. Scheiß Licht haben wir jetzt gerade. Never mind. Others 59, 60. What's that? This one? Yeah. Okay, 1,20, so eine kleine Tube hier. 70 Milliliter. Kostet 2 Euro. 100 Pesos sind 2 Euro ungefähr. The Toastbrush. 58 each? 60 Pesos. 58 Pesos, also 1,20 ungefähr. Also Patrice, Vollkorn Toastbrot. Vika, das ist 8 Pesos aus Hongkong, right? One hier. Piece, Vika? 25 Gramm, eine so eine kleine Packung hier. Also die ist bigger, that's why. Die 60 Gramm kostet 26 Pesos, für 50 Euro Cent, 24 Euro Cent. Many cookies, many biscuits. Heute habe ich viele Süßigkeiten gekauft. The blueberry is 60. Die kosten 60 Pesos hier, das sind 10 so eine Pakete irgendwie. Quick overload, that's 57. 33 Gramm mal 10 Packs, 330 Gramm. How much? 57. Ah, 57, also 1,20 Euro, 1,10 Euro irgendwas. 1,20. Sehr lecker. Brauche ich jeden Abend einen Riegel. Die waren jetzt alle, weil die mischen wir mit der Eiscreme. Ich esse ja jeden Tag, also esse ich ja eine Schüssel Eiscream. Ach guck mal, das sind andere. Mit Buchstaben irgendwie. Irgendwas. Ja, wie viele Pakete sind da drin? Ist alles auf Türkisch hier irgendwie. 66. 256 Gramm. 66 Pesos. Da ist 50. 1 Euro kostet so ein Paket hier, das sind, ja. Die sind doch für Maha, die haben nicht ganz so viel, die haben auch Zucker oben drauf, aber naja. If you just find anything, just... Corn beef is 70 pesos, maybe. Which one? The big one or the small one? The big one. Also die große Packung kostet 1,40, 210 Gramm. No, the small one 95 is a big one, the small one is 69. 95. Ah, 95, 2 Euro. Kosten ungefähr 2 Euro 95 Pesos. Und die kleinere kostet. Habe ich eben gesagt. This is 20. Ja, das kostet mal 20 Pesos, 40 Cent. After mischt man mit einem Liter. Kann man auch als größere Packung kaufen, aber. This is 43, why only one? That's two. Nee, ich hab 43? Yeah. Das sind 42 sind 80 Cent, 85 Cent ungefähr. 425 Gramm kleine junge Maiskolben. Yes, baby.
Dann habe ich noch schon wieder zwei Pakete gekauft. Ich habe eigentlich noch welche, weil der Käse ist diesmal in einer schönen Kiste. Hallo Babychen! In einer schönen Kiste. Was ist das jetzt? Minute Maid. Hier, Minute Maid kostet ein so ein Ding 8 Pesos, das sind 16 Cent, 200 Milliliter. Ah ja, hier, und dann sowas 150 Gramm, so eine kleine, was ist denn das? Ja, so gemischtes Hack ist das quasi, ne? Was war das? 43 Pesos. 80 Cent eine, so eine Packung. 150 Gramm. Bierbrand. Ja, Kult habe ich ja schon mal gesagt. 45 Pesos ein Paket. Also 1 Euro. Habe ich ja beim letzten Mal gesagt irgendwie. Die ganz normalen Größen, haben wir in Deutschland dieselbe Größe. Und hier die kleinen Schokolade. Übrigens habe ich wieder die normale Vollmilch für Maha vergessen. Jetzt haben wir nur wieder das Pulver. Nesty Honey Blend. Maha, let's go to Bunny. Dirty Wipes. Hier, 90 Baby Wipes kosten 83 Pesos. Das sind 1,60 Euro ungefähr. Und... ja, okay, Nips. Kostet 10 Pesos ein, so ein Paket. 20 Cent, das sind 40 Gramm. Hier. Ja, Chocolate-Dingsbums. Da packe ich immer so eine kleine Handvoll Maha in so eine kleine Schüssel. Da freut sie sich riesig. Ja, ich weiß nicht, was die Milch kostet für die Vanilla. Nee. Das ist 10 Pesos. Ja? Ja, 10.60. Achso, 20 Cent ein, so ein kleines Paket. Ah ja, nein, no. 10.60 ist ein Nips. You want the strawberry milk? Yes. Yes? Okay, Anak, I will give it to you. Baby, can you open it? I don't like to touch the straw because I still don't wash my hands. Yeah, but I just made glossary, that's why I cannot. Okay. Das war's auch schon wieder. Mama, you say bye-bye now. In diesem Sinne reingehauen und wieder oder wieder nicht vorbeigeschaut.